Das war ein sehr behinderter Auftakt zu einer neuen Folge. Und Hallöchen, wir sind gerade dabei, Kürbisse zu kaufen für Elefanilla. Ja, haben wir letzte Folge endlich bekommen. Jetzt wollen wir gucken, was alles nötig ist für ein Techtelmechtel. Und das Scheißvieh frisst mir gerade die Haare vom Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na los. Ich meine, tust du mal an. Zwei Bananen, zwei Eichen, zwei Chili, zwei Kürbisse. Vor allem, es hat eben gerade schon vier Brombeeren, Mais, vier Stachelbeeren gefressen. Damit es hier bleibt überhaupt. Ballettschuhe. Ach Leute. Ich pack's nicht mehr. So, Mensch-Schuhe. Füße. Habe ich den Ballettschuh schon freigeschaltet? Ja, habe ich. Jo. Sag jetzt noch Behausung. Ja, jetzt ist noch eine Behausung. Gut, wir lassen einen Elefanilla jagen jetzt. Und die Behausung bauen. Und so, jetzt eine Elefanilla-Behausung. Da kann ich dir auch gleich techtelmechteln. Moin. Sehr schön. Oh, schade. Gar nicht wissen, wie riesig das ist, ey. Alter. 3x3 hoch, Alter. Bash Cycle habe ich nicht. Alter! Ein bisschen riesig, wa? Apropos! Wo ist es denn? Wo versteckst du dich? Wo ist es denn? Mod Drop! Der Eichelbaum tot? Jedenfalls hat es braune Blätter. Ich glaube, Eichelbaum ist tot. So, 4, 6, 10, 12, 14, 16, okay. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt
mein Motto, das Motto-Rob sein soll. Verpiss dich, Batch Psycho. Niemand will dich haben. Tschüss. Natürlich doof, muss ich neuen Baum basteln, wa? Natürlich relativ scheiße und ich finde mein. Dann zeig mal her. Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst, Alter. Es ist nicht dein Ernst. Leck mich am Arsch. Hm? Ach, so. Pedobär. Wo ist jetzt? Ah, da ist es ja. Hä? So gedacht, ne? Oh, ist das süß. Aber ich finde Modrop nicht. Ich glaube, der Baum ist tot. Alter, du kannst hier rausgehen. Jetzt lauf nicht bitte da lang. Ach, es ist doch zum Heulen. Ist ja nicht so, als wenn er hier direkt am Rasen wäre. Weißt du, ich habe jetzt gerade 2000 Schokomünzen für nichts ausgegeben. Weil er genau das gemacht hätte auch vorhin. Es kann völlig umsonst 2000 Schokomünzen ausgegeben. Was habt ihr euch denn dabei da gedacht, ihr Idioten, Alter? Mann! Ich kann mich die ganze Zeit ununterbrochen darüber aufregen. Es geht einfach nicht anders, weil das zu beschissen ist. Wir müssen mir doch mal recht geben, oder? Das ist doch echt nervtötend. Es ist weder spannend noch schwierig. Es ist einfach nur nervtötend. Garten ist wieder viel zu viel los. Ja, leck mich am Arsch. Raus hier!
scheißegal. So. Dauerschüttenmodus aktivieren. Aus hier. Vergiss es, dich auch nur annähernd in diese Richtung zu bewegen. Dass der Baum tot ist, hier, den kann er verkaufen. Hör auf rumzuholen, ich pflanze jetzt direkt eine neue Eiche. Guten Abend, ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Hast du Eiche? Kannst du nicht. Ja, du kannst doch nicht einfach so auf ihn drauflegen und pennen. Das geht nicht. Kann ich eigentlich wieder verkaufen, wa? Das Motorrad habe ich immer noch nicht gefunden, was sich hier eingenistet hat bei uns. So, komm her, Piratenstatue jetzt. Na, ja, es ist auch weg. So, Galagugu, wo bleibst du? Da ist es ja. Habe ich genug Tulpen hier? Ja, ich habe genug Tulpen. Ich hoffe, es reicht, dass er auch mal wieder reinkommt hier. Und dich mal weiter frisst. Nein, haut lieber ab. Ich verstehe es nicht. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Ich halte dich fest, such dich Nord, Ost, Süd und West, um dich anzuflehen, nicht fortzugehen. Gut. Was war das? Ich weiß, ich habe eine wundervolle Stimme. Galagugu, 16 Stück. Nochmal zur Sicherheit gucken. Tulpen. Verfickte Dreckstulpen, Alter. Den Alex und der Jogger kommen wie jetzt bei dir angeritten. Merkt ihr jetzt, mein Freund, ich lasse mich von keinem ficken. Ihr könnt euch der Scheiße spitten, schreibt doch eure Hasstexte. Doch in euren Videos sieht man laut, dass euch Alter Schwede. Der Track geht an alle, die versuchen, mir ans Bein zu bissen. Ich hätte mehr Anstand, würde ich nen Haufen Scheiße dissen. Das weiße Ticken ist für viele der letzte Furten. Hoffnung, Brüder lassen sich erwischen, sie wie Bullen sind in Topform. Die Dunkelheit verflucht, zwischen Freunden fallen Schüsse, sind mit Herzblut dabei, sie sind so, jetzt mal ein bisschen Kohle wieder ansammeln hier.
findet sie wieder im Gruppenoper, nennt sie dann Staatsfeind. Doch sie wollen einfach Klarheit in ihrem Leben. Doch der größte Schwachpunkt Deutschlands ist nun mal das System. Doch wir sind darauf stolz zu sagen, dass wir auf dem Weg sind. Ja, es ist in Ordnung. Auf der Seite Deutschlands ist die Sonne nochmal aufgegangen. Ein Stück von diesen Viechern zu rumflattern, ey. So, Galagugu ist wieder nicht hier drin gewesen. Das ist natürlich hellste Freude in mir. Einmal ein Lauf, wir nimmst den Kauf und rasten nicht, auch wenn das krass belastend ist, wenn du über die Sachen sprichst, als wenn das gar nichts war für dich. Ich bin zwar hier, doch warte nicht, frag mich grad, was für ein Tag heute ist. Der Alkohol, der spricht aus mir, doch Mädchen, eins verrate ich nicht. Ganz egal, wie viel Klischees ich bediene, innerlich bin ich am Boden, doch verzieh keine Miene. Du machst dich angreifbar, schon von klein auf war unser Leben vorgegeben wie ein Mandala. Das macht's nicht einfacher, doch heute hab das interessiert mich jetzt auch ein bisschen. So viel, wie du vorgabst, warst du gar nicht wert, also leg ich dich ab wie ein Geständnis, früh genug gemerkt, dass du Liebe nicht kennst. Okay. Mir ist ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich bin betäubt, alle Macht in Drogen und das gilt. Außen so imposant, von innen irgendwie so 0815 Style, wa? Weißt du, was du blöder Arsch vorhast? WhatsApp-Status, was gemerkt, ernsthaft, steckt dir in den Hintern. Vor allem vom Leben, was würde ich nur dafür geben, dich am Boden zu sehen? Die Nettigkeiten sind vorbei, ich muss mir selbst nichts beweisen, doch bin ständig unterwegs, Bitch. Wo lieber reisen und ab jetzt gehe ich den Weg ohne dich. An dir festhalten lohnt sich nicht, dann nehme ich halt was anderes, wenn du nicht mehr die Droge bist. Ich bin ins Griff, mach ihn an und ich vergesse dich. Halt deine Fresse, Schlampone, ich vergesse mich. Stress jetzt nicht. So, dann machen wir jetzt mal alles nochmal durchgehen. So. Und du sagst zu mir, du Bitch, hier fehlen die Worte. Du kostest 20 Mann, schön, ich komme mit ner ganzen Horde. Und du meinst, dass dieser Deutschrap mir nichts bringt. Schön, Straßenrap, Kings, yes, Hinnell und Pins. Was denn der Baum? Der ist so klein, den sehe ich gar nicht mehr. Wo kommst du denn jetzt her? Ah, und da ist der Mod-Rob. Da bist du ja. Ja, leck du dich mal durch den Boden. Und wo um alles in der Welt ist jetzt Mod-Rob? Ah, Mod-Rob sei schon. Wollen. Das ist geisteskrank, vor Sahne Pipto, weil ihm keiner hier das Wasser reichen kann. Rennt zum Mikro, one take, nicht mehr, strahlsund, abgecheckt. Nies der Fluch aus dem Dreck, was für Weltende. Jetzt werden Musiker geboren, diese Glasklein-Mörder-Stimme zerfällt, sag jetzt eure Ohren, das ist dir zu normal. Tut mir leid, Schicht im Schacht, ich bin so weit gegangen und hätte nie gedacht, dass es klappt. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, nicht mehr. Ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Bars Spaß. Aus dem Nichts bis nach oben an die Spitze. Ich bin wie Taubstumme, da versteh ich keine Witze. Was für Leid, habt ihr alles schon gesehen? Nicht mehr back am Block, ich bin crazy insane. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, nicht mehr. Ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Bars, du Spaß. Was für Gangster, 100.000 Fans hier stehen vor der Bühne, Feuerzeuge an, nicht mehr. Ich bin nicht der, der das hier aus Spaß macht. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Bars, du Spaß. Nicht mehr.
So, dann machen wir mal eine Folgepause für dieses spektakuläre, für diese spektakuläre Aufnahmefolge. Bedankt mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, was ihr toll fandet, was ihr beschissen fandet. Ansonsten, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.